Ich grüße Sie, meine Damen und Herren. Fast hat man sich ja an einen niedrigen Ölpreis gewöhnt. Schließlich trägt das anscheinend riesige Angebot an Rohöl weiterhin dazu bei, die Inflation in Schach zu halten. Doch seit den Tiefständen im letzten Jahr bei unter 30 US-Dollar hat sich der Ölpreis verdoppelt und notiert inzwischen wieder über 60 US-Dollar. Ich freue mich hierzu, den Rohstoffspezialisten der Commerzbank Eugen Weinberg zu begrüßen. Guten Abend, Herr Weinberg. Guten Abend, Herr Timmermann. Ja, das Öl ist ja wieder kräftig gestiegen. Geht das so weiter? Es wird ja nicht in dem Tempo weitergehen. Wir rechnen eher sogar damit, dass die Preise in Kürze wieder gen Süden gehen werden und tatsächlich um über 20% fallen. Und ausschlaggebend ist nicht, was jetzt nächste Woche sich in Wien abspielen wird. Obwohl sich aktuell alle Augen auf dem Ölmarkt in Richtung Wien, wo sich die OPEC nächste Woche trifft und höchstwahrscheinlich Produktionskürzungen oder Verlängerung von diesen beschließen wird. Das Wichtigste spielt auf dem Ölmarkt langfristig sich in den USA ab. Was passiert mit dem Schieferölsektor, der in den letzten Jahren dazu beigetragen hat, dass die Abhängigkeit der USA von den Importen von Rohöl und Ölprodukten von über 80% noch vor 10 Jahren aktuell auf lediglich 15% gefallen ist. Das heißt, lediglich 15% müssen sie importieren. Und wir sind überzeugt, dass es sogar in den kommenden Monaten, in den kommenden Jahren sich dieser Trend fortsetzen wird, sodass wir in weniger als 10 Jahren von den USA als einem Exporteur sogar sprechen werden. Das heißt, die OPEC hat den wichtigsten Kunden verloren und bekommt wahrscheinlich sogar noch mal Konkurrenz aus den USA. Und je schneller, je früher der Markt und die OPEC selbst das erkennt, desto besser wird das ja auch für sie langfristig sein. Ansonsten wird der Preis auf Ewigkeit unter 60 Dollar bleiben. Was bedeutet das denn jetzt konkret für die nächsten paar Monate? Wir sind überzeugt, dass der jüngste Anstieg rein spekulativ getrieben war. Seit Juni, als die Preise bei knapp 45 US-Dollar waren, ist der Preis um 40% gestiegen. Und das geht 100% auf das Konto der Anleger zurück. Die Anleger setzen aktuell fast ausschließlich auf steigende Preise. Und man weiß ja, der Hochmut kommt häufig vor dem Fall. Aktuell ist alles eingepreist. Das heißt also, man kann ja den Markt positiv nicht mehr überraschen. Wir sind überzeugt, dass in den kommenden 3 bis 5 Monaten der Ölpreis um über 20% fallen wird. Vorausgesetzt, es kommt keine weiteren Spannungen im Nahen Osten, was man natürlich nicht ausschließen kann. Wechseln wir das Thema, kommen wir zum Gold. Es ist ja immer noch eine sehr beliebte Möglichkeit, sich zum Beispiel vor Inflation zu schützen. Wobei Bitcoins sind auch immer mehr jetzt in den Medien. Was ist eigentlich besser, Bitcoins oder Gold? Ich glaube, dass beide Anlagen, sowohl Kryptowährungen als auch Gold, in einem Portfolio Daseinsberechtigung haben. Aber Gold hat eine deutlich längere Geschichte, ist natürlich ganz andere Stellung. Und eine deutlich schlechtere Performance als die Bitcoins in den letzten paar Monaten. Wie geht es denn da weiter? In den letzten Monaten haben die wichtigsten Faktoren, die für Gold langfristig sprechen, sowohl jetzt, was die Angst angeht und die Besorgnis der Anleger, als auch die Zinsen, haben nicht gerade für Gold gesprochen. Aber wenn man jetzt über die Zinsen spricht, sollte man sich nicht über die Nominalzinsen sprechen, die in den kommenden Jahren in den USA angehoben werden, sondern über die Realzinsen, also abzüglich der Inflation. Diese befinden sich aktuell auf einem sehr niedrigen Niveau. Wir sind überzeugt, dass das dafür spricht, dass in den kommenden 12 Monaten der Goldpreis um über 10% auf 1400 US-Dollar je Unze steigen wird. Kommen wir zum Schluss noch zum Commerzbank Rohstoffstrategiefonds. Dort sind Sie ja beratend tätig und dieser Fonds hat fast zur Hälfte nur Cash. Da spiegelt sich Ihre defensive Haltung wieder. Wie geht's weiter? Ja, sowohl jetzt bei Öl, wo wir aktuell wirklich Absturzgefahren sehen, als aber auch bei den Industriemetallen, wo sich die Anzeichen einer Verlangsamung der Konjunktur in China zuletzt mehren, spricht man eher dafür, dass aktuell man sich eher defensiver auf dem Markt aufstellen sollte. Es werden bessere Chancen in den kommenden Monaten kommen, wo man jetzt wieder diesen Beibestand abbauen und in Rohstoffe investieren kann. Alles klar. Vielen Dank, Herr Weinberg, für Ihre Einschätzung. Meine Damen und Herren, und Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer haben wir alles zu dieser Sendung zusammengefasst im Skript zur Sendung. Und das ist bereits schon im Internet für Sie hinterlegt. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Stage Alpha Dividende Plus ETF.
Börsennotierung in Frankfurt, Xetra und Stuttgart. Der Blog zum ETF 750 unter www.etf750.de.